Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute machen wir wieder ein Video zum Thema Delta Hedging. Nachdem wir uns das letzte Mal schon über die Basics ein wenig unterhalten haben, also was ist Delta Hedging überhaupt, schauen wir uns heute mal an, wie das Ganze bei Future Optionen funktioniert und wo da der Knackpunkt gerade für kleine Händler, das heißt nicht Körpergröße, sondern Kontogröße, also für die meisten Retail-Händler im Bereich Future Optionen liegt. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen die Basics aus dem letzten Video. Was ist Delta Hedging? Jede Option, wir haben das am Beispiel von Aktien gemacht, hat ja ein bestimmtes Delta. Und immer mal wieder gibt es Situationen, wo ein Händler sagt, ich möchte jetzt meine Position delta-neutral gestalten. Das heißt, er möchte von den Bewegungen des Underlyings nicht mehr betroffen sein. Und was kann er dann machen? Er kann, wenn er Aktienoptionen handelt, entsprechende Aktien dagegen handeln. Das heißt, beispielsweise, er hat einen Short-Put, der hat ein Delta von minus 0,20. Dann kann er beispielsweise 20 Aktien Short gehen und hat damit ein Delta der Gesamtposition, also sprich die 20 Aktien Short plus den Short Put von 0. Das heißt, wenn das Ganze sich jetzt bewegt, hat er keine allzu großen Auswirkungen mehr an der Gesamtposition. Warum keine allzu großen Auswirkungen mehr? Naja, weil sobald sich das Ganze bewegt, sich natürlich die Delta der Optionen verändern und damit das Ganze wieder etwas ins Ungleichgewicht gerät. So, soweit, so gut. Ich glaube, das ist relativ verständlich gewesen, oder ich hoffe es zumindest, dass es verständlich war. Wenn nicht, schaut euch einfach das Video vom letzten Mal noch an. Ich mache euch auch hier einen Link unten drunter, damit ihr das Ganze euch nochmal anschauen könnt. Wie ist das jetzt aber bei Future-Optionen? Kann man das da auch machen? Der Unterschied zwischen Aktienoptionen und Future-Optionen liegt ja hauptsächlich in einem einzigen Punkt, nämlich im Bezugsverhältnis. Das heißt also, wenn wir uns hier mal Aktienoptionen anschauen, dann wissen wir, dass eine Option bezieht sich immer auf 100 Aktien. Wie ist das allerdings bei Future-Optionen, also den FOP? Da haben wir eine Option und die entspricht einem Future. So, und damit ist auch gleich die Problematik bei Future-Optionen ein wenig ans Tageslicht gebracht. Denn wir können ja jetzt nicht, wie wir das bei den Aktien gemacht haben, einen Teil des Futures gegen die Option handeln. Warum? Der Future hat nun mal immer ein Delta von 1 bzw. minus 1, je nachdem, ob man ihn long oder short ist, und eben keine Zwischenstücke. Ne? Also du kannst hier nicht sagen, ich habe hier ein Delta mit dem Future von 0,2 oder 0,3 oder irgend so etwas. Und das bedeutet in der Realität, wenn du eine Future-Option handelst und du möchtest klassisches Delta-Hedging betreiben, dass du immer überhedged bist. Ne? Also du hast immer zu viel Hedging im Markt, was natürlich dazu führt, wenn du den Hedge nicht mehr brauchst, dass du dann mit dem Hedge mehr Verluste erleidest, als du eigentlich mit deiner Option zurückverdienen kannst. Schauen wir uns dieses theoretische Gerede mal an einem praktischen Beispiel an. Stellen wir uns vor, wir haben beispielsweise eine Future-Option auf, sagen wir, Erdöl. Also CL, hier wird meist mit so einem Strich hier auch gemacht. Und sagen wir mal, wir haben einen Call und du hast den irgendwo beim Delta von 10 verkauft und mittlerweile ist die Option aber ein wenig angestiegen oder beziehungsweise der Preis ist angestiegen und dein Delta dieser Option ist jetzt hier bei 0,20. So, du wirst ja in der Regel einen geschriebenen Call, der ein Delta von 0,10 oder jetzt 0,20 hat, der ist immer out of the money, also oberhalb des aktuellen Preises. Und Preis also hier von mir aus hochgegangen und jetzt sagst du, okay, dann gehe ich jetzt hier long den Future, ne, um mich zu hedgen. Also hier ist dein Call irgendwo geschrieben und jetzt sagst du, hier an dem Punkt gehe ich jetzt long den Future. Wie sieht jetzt aber die Gesamtkonstruktion aus? Hier oben hast du jetzt ein Delta von 0,2, das kommt immer mehr unter Bedrängnis. Hier hast du jetzt aber ein Delta von 1,0. Und das bedeutet, du hast also hier jetzt keinen Ausgleich, dass du jetzt ein Delta neutral wärst, sondern wenn der Preis jetzt hier weiterhin ansteigt, ne, du hast jetzt plötzlich ein Delta von 0,80. Warum?
das Delta, du bist ja diese Option hier short, du hast jetzt plötzlich ein Delta von 0,8 und wenn wir jetzt also sorgen, 0,8 ist das Gesamtdelta, wenn also jetzt Crude Oil sich um einen Dollar nach oben bewegt, was wird dann mit den, mit der Gesamtposition passieren? Also, deine Option wird für jeden Dollar, wo sich Crude Oil nach oben bewegt, mindestens 0,2 verlieren. Rechnen wir das mit dem Multiplikator von Crude Oil, der ist 1000, rechnen wir das gleich um. Das heißt, du wirst mit der Option bei einem Dollar Anstieg des Ölpreises 200 Dollar verlieren und gleichzeitig wirst du mit dem Future 1000 Dollar gewinnen. Das heißt, unterm Strich, jetzt nehmen wir mal eine andere Farbe, die Gesamtposition wird jetzt plus 800 Dollar sein. So. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was ist denn da das Problem? Das ist doch super. Stimmt, das ist super. Wenn es so nach oben geht, dann hast du hier quasi so eine Art Covered Call auf den Ölpreis. Ne? Das ist alles gut. Aber was passiert denn, wenn das Ganze jetzt wieder nach unten geht? So, dann sieht das Ganze nämlich plötzlich anders aus. Dann drehen sich einfach die Vorzeichen. Das heißt, du wirst jetzt mit deiner Option, also wenn es jetzt einen Dollar hier nach unten geht, dann wirst du mit deiner Option 200 Dollar Gewinn machen, weil die ein Delta von 20 hat. Dein Future, den du aber long bist und der ein Delta von 1,0 hat, der wird eben jetzt hier 1000 Dollar verlieren, sodass du unterm Strich eben jetzt nicht mehr 800 Dollar plus, sondern minus 800 Dollar bei einer Preisbewegung von gerade mal einem Dollar hast. Und das ist das große Problem. Wenn es für dich läuft, ne, also wenn du glaubst, du hast dir einen Delta-Hedge gemacht, du hast dir einen Hedge gemacht und es läuft für dich, ist das super. Läuft es allerdings gegen dich, ist das natürlich keine gute Idee. Genauso sagen viele immer, naja, dann warte ich eben ab, bis beispielsweise der Future oder beziehungsweise der Future-Preis meinen Strike erreicht hat. Ne? Und erst dann lasse ich mich mit einem Future entsprechend einstoppen. Egal ob Long oder Short, je nachdem, ob du Puts oder Calls hast. Schauen wir uns aber auch das einmal an. Stellen wir uns also wieder vor, wir bleiben beim gleichen Beispiel. Du hast hier einen Call geschrieben und du hast hier einen Preis, der läuft gegen dich und es geht jetzt hier durch. Und du sagst, in dem Moment, wo der durch meinen Strike geht, wo also aus der Out-of-the-Money-Option eine At-the-Money- bzw. In-the-Money-Option wird, dann gehe ich long mit dem Future. So, aber auch das ist ein Problem oder kann ein Problem werden, weil welches Delta hat dieser Call, wenn er At-the-Money ist? Richtig, 0,50. At-the-Money-Optionen haben Deltas von 0,50. Was hat aber hier dieser Long Future? Ein Delta von 1,0. Und das bedeutet auch hier wieder, geht es weiter nach oben, perfekt. Ne? Hast du kein Problem, ab dem Punkt bist du abgeschnitten. Du hast mit dem Future, verdienst du nichts, verlierst aber auch nichts mehr mit dem Call. Du kannst deine Endprämie behalten. Problematisch wird es aber, wenn der Markt Folgendes macht, nämlich diesen sogenannten Whipsaw, also diesen Sägezahnmarkt. Wenn der also so ein bisschen um deine Strike-Grenze pendelt, ne? 1000, einen Dollar hoch, einen Dollar runter, wo gehst du dann raus? Du bist immer überhedged mit dem Future. Und das ist eigentlich das Problem. Und deswegen muss man ganz klar sagen, dass die meisten privaten Future-Optionshändler sich mit Futures nicht vernünftig hedgen können. Wie kann man das Ganze umgehen? Naja, indem man größere Konten hat. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich habe beispielsweise nicht einen Call geschrieben, sondern 10. Ich schreibe 10 Optionen mit einem Delta von 0,1. Was ist dann mein Gesamtportfolio? Mein Delta 1,0. Und damit entspricht das genau einem Future. Dann wird es schon besser. Okay, wenn es jetzt auf 15 geht, hast du anderthalb, aber wenn es jetzt zum Beispiel von 10 auf 20 geht, dann hast du halt ein Delta von 2,
kannst dich mit zwei Futures hedgen. Ja? Also das macht es dann ein wenig einfacher und je größer die Positionen sind, umso einfacher ist das Ganze dann auch zu machen und kann umgesetzt werden. Alle, die das nicht können, weil sie ganz einfach nicht die Kontogröße haben, um 10, 15, 20, 100 Optionen zu handeln in einem Markt, die müssen sich was anderes einfallen lassen. Ne? Darüber können wir auch noch sprechen, das besprechen wir auch immer bei uns im Coaching, wie man sowas machen kann. Und da kommt ja auch diese grundsätzliche Idee des Rollens. Und wenn manchmal jemand sagt, naja, ich habe aber noch nie gehört, dass die institutionellen Rollen, dann ist das nicht ganz korrekt, aber auch nicht ganz falsch, weil es stimmt, wenn du große Konten hast, kannst du ganz einfach andere Dinge tun. Ne? Dann musst du gar nicht zwangsläufig Optionen wegrollen, sondern dann kannst du die eben beispielsweise mit Futures hedgen. Das wird dann auch sehr, sehr häufig gemacht. Und gerade, wer mal ein bisschen hinschaut, lange Laufzeiten, weit entfernte Strikes, da findet ihr sehr, sehr häufig Tausende von offenen Kontrakten, die an dieser Stelle gehandelt wurden. Das werden in den seltensten Fällen gekaufte Optionen sein. Also ich glaube nicht, dass jetzt ein Händler hergeht, ein Institutioneller, und sagt, er kauft im Dezember 2018, wir haben jetzt hier April 2018, der Ölpreis ist bei knapp über 60 irgendwo, 64, 65, dass da jemand einen 100er Call kauft. Nichtsdestotrotz, oder 95er, nichtsdestotrotz gibt es da oben ein paar tausend Calls, ne, die da schon geschrieben wurden. Und wenn es da jetzt der Preis aber nach oben rausrennt, ne, dann hedgen die sich ganz einfach mit Futures. Das heißt, das lässt sich relativ simpel dann machen. Wenn euch das Thema interessiert, dann können wir das an der Stelle gern noch ein bisschen ausbauen. Was hat man für Alternativen und auch wer nutzt denn überhaupt ganz, ganz aktiv Delta Hedging? Warum wird das überhaupt gemacht und wie sieht das dann aus, auch in der Praxis aus? Ne? Alles, was ihr dazu Fragen habt, zum Thema Hedging, speziell Delta Hedging oder auch alles andere zum Thema Optionen, stellt mir die Fragen hier unten im Kanal. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und wir sehen uns dann schon wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.